Ein gemeinsames Zeichen gegen den Fluglärm, aber für den Flughafen Frankfurt wollten die vier Oberbürgermeister von Frankfurt, Mainz, Offenbach und Hanau heute setzen. Die Belastungen der Bürger würden stets mit nationalem und internationalem Konkurrenzdruck begründet. Deswegen sei eine nationale Kooperation anstelle des Standortwettbewerbs regionaler Flughäfen so wichtig. Das heißt auch regionale Vernetzung gegen den Lärm. Es geht um die Demonstration der Einheit der Region. Wir haben gemeinsame Interessen, dass wir einen guten Flughafen haben, dass damit richtig Geld verdient wird, dass der prosperiert, dass er international gut dasteht. Das ist für die Stadt Frankfurt auch sehr wichtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite merken wir, dass es große Beschwerden, Bedenken bei der Bevölkerung gibt. Und deshalb sagen wir gemeinsam, dieser Flughafen muss nicht nur beim Verdienen, sondern eben auch beim Lärmschutz einfach den Platz Nummer 1 einnehmen. Konkret fordern sie die Ausweitung vom bisherigen Nachtflugverbot auf die gesetzliche Nacht auszudehnen, also auf die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr. Flüge wie aus dem Frachtverkehr, die auf Nachtrandzeiten angewiesen sind, könnten dann auf den Flughafen Frankfurt-Hahn ausweichen. Hier soll ein Kooperationsmodell erörtert werden. Während es auf Länderebene in Sachen Fluglärm öfter knirscht, zeigte sich der Mainzer Oberbürgermeister heute sehr zufrieden mit dem gemeinsamen Vorstoß. Also aus Rheinland-Pfälzer habe ich mich heute sehr wohl gefühlt, weil ich die Initiative von Peter Feldmann aus Frankfurt sehr wichtig finde. Wir haben in dieser Frage eine klare Schnittmenge, nämlich die Region und das Gebiet um den Flughafen ist größer als das Land Hessen, das ist objektiv richtig. Und auch in Mainz gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die zu Recht sagen, es ist viel zu laut. Und heute gemeinsam zu sagen, Nachtruhe ist 22 bis 6 Uhr, wir wollen, dass es leiser wird in der Region und wir wollen natürlich auch eine nationale Strategie, sodass man über Kooperationen über Ländergrenzen hinweg, zum Beispiel zwischen Frankfurt Flughafen und Frankfurt-Hahn, nicht nur nachdenkt, sondern auch konsequent handelt. Das finde ich ein guter Aufschlag für das Thema. Neben dem Nachtflugverbot fordern die Oberbürgermeister außerdem eine feste Lärmobergrenze sowie die Einführung eines Lärmtalers für die Finanzierung leiserer Maschinen. Denn finanzielle Anreize für technische Neuerungen seien wichtig. Darüber hinaus fordern sie eine stärkere Bürgerbeteiligung, wenn es etwa um die Diskussionen um Flugrouten geht. Das A und O bleibe aber, den Bürgern eine ruhige Nacht zu sichern. Ich halte es nicht nur für durchsetzbar, ich halte es für notwendig. Wir haben wirtschaftliche Interessen und die sehen wir auch berücksichtigt. Aber es gibt gesundheitliche Interessen der Bevölkerung und Lärm macht objektiv krank. Und wenn eine ganze Region oder Teile der Region morgens um 5 Uhr aus dem Bett geholt werden, dann ist das nicht gesundheitsfördernd, ganz im Gegenteil, es ist gesundheitsschädlich. Und aktuelle Studien werden das auch beweisen. Und deshalb geht der Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor. Und das bedeutet gegebenenfalls bei dem Thema Lärm für den Flughafen einen Schritt zurück. Und das ist auf 22 Uhr zu gehen und dann frühestens wieder um 6 Uhr anzufangen. Am Ende sei ein Wachstum des Flughafens nur im Sinne einer guten Nachbarschaft mit den Menschen möglich, nicht gegen sie.